Bereits zum 10. Mal findet das schon traditionelle internationale Erdödelpokal-Leichtathletik-Meeting in Wien statt Lau statt. Zum Jubiläum sind zahlreiche Weltklasse-Athleten aus der DDR zu Gast. Wie bei den Europameisterschaften vor einer Woche in Stuttgart dominieren auch hier die DDR-Athletinnen. Ines Müller, in Stuttgart Zweite, stößt die 4-Kilo-Kugel 20 Meter und 3 Zentimeter weit. Cornelia Feuerbach, die Europameisterschaftsdritte im 400-Meter-Hürdenlauf, testet in Stadlau ihre Schnelligkeit. Hart bedrängt von der Staatsmeisterin Sabine Seidel gewinnt sie den 100-Meter-Hürdenlauf in 13,55 Sekunden, die Zeit von Seidel 13,73 Sekunden. Keine annähernd gleichwertige Gegnerin hat die Staffel-Europameisterin Kirstin Emmelmann auf ihrer Spezialstrecke, dem 400-Meter-Lauf. Sie bleibt mit 52,13 Sekunden mehr als 2 Sekunden über ihrer Bestzeit, gewinnt aber trotzdem mit mehr als 2 Sekunden Vorsprung auf die Ungarin Ilona Pahl. Eine Weltklassezeit gelingt Andreas Oschkenat im 110-Meter-Hürdenlauf. Er gewinnt in 13,78 Sekunden und zieht den Schwächer der Junior, Norbert Tomaschek, zu seiner neuen Bestzeit von 14,18 Sekunden. Hier der Sieger Andreas Oschkenat. Wiederum eine starke Vorstellung liefert Österreichs schnellster Sprinter Andreas Berger bei einem internationalen Rennen. Erst auf den letzten Metern kann sich der Ungar Attila Kovac einen kleinen Vorsprung erkämpfen. Die Zeiten 10,30 und 10,36 Sekunden. Ebenso klar wie Kirstin Emmelmann bei den Frauen gewinnt Thomas Futterknecht im 400-Meter-Lauf der Männer. Seine Siegerzeit 47,83 Sekunden. Ständig drehender Wind verhindert Weitsprünge jenseits der 8-Meter-Marke. Das spannende Duell gewinnt Ron Bär aus der DDR mit 7,70 Meter vor seinem Teamkollegen Matthias Koch, der 7,67 Meter weit springt.